Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich ein neues Paket von Nubert bekommen. Und zwar Nuberts neueste Soundbar, die AS3500. Und die möchte ich euch gerne heute vorstellen. Wir werden jetzt erstes auspacken, wir werden gucken, was Nubert alles beigepackt hat. Und vor allem werden wir auch die Soundbar mal vermessen. Wir werden natürlich auch mal schauen, wie... Ja, wir werden die natürlich auch klanglich testen und da bin ich echt gespannt. Die 7500 hat mich damals voll überzeugt. Für mich mit eins der geilsten Soundbars, die es auf dem Markt gibt. Ich kenne eigentlich keine bessere, allein schon wie viel Basspower die hat. Und wie gesagt, mit der 3500 soll das gleiche sein. Ja, dann würde ich sagen, bleibt dran. Wir werden jetzt die Soundbar auspacken und werden die dann auch vermessen und hören. Bis später. Wir haben einmal die Fernbedienung, dann haben wir ein HDMI-Kabel, wir haben ein Toslink-Kabel, ein optisches Kabel, dann haben wir noch einmal ein Stromkabel und dann haben wir noch einmal Stereo, also Cinch-Klinke, den ich übrigens gestern gebraucht hätte. Naja. Das kennen wir ja nicht anders. Schön dicke Styropor. Einladen. So. Ja, das Ding ist ganz schön schwer. Die kann man direkt so abnehmen, schön magnetisch. Dann packen wir den Riegel mal aus. Also wir müssen hier nicht wie bei der 7500 alles montieren. Ich vermute mal, dass die schon komplett vormontiert ist. Das heißt, wir haben hier keine Arbeit. Auspacken, anschließen, fertig. So, die AS3500 ist ausgepackt. Jetzt werde ich euch ein paar technische Daten erklären. Wie ihr jetzt wieder sehen könnt, die habe ich jetzt hier einmal PC aufgebaut und die werde ich auch mal später am Fernseher aufbauen, unterm Fernseher. Dann können wir da mal reinhören und dann werden wir die auch einmal vermessen. Allerdings werde ich die direkt vor der Soundbar messen, also sprich 1 Meter von der Soundbar entfernt. Zu den technischen Daten. Wir haben hier zwei Hochtöner mit jeweils 25 mm Seitengewebepalette, dann zwei Mitteltöner, 220 mm Mitteltöner und jeweils zweimal 170 mm Tieftöner. Jedes einzelne Chassis wird angesteuert mit einer Endstufe. Wir haben hier 4x40 Watt Sinusleistung und 4x60 Watt Musikleistung. Also hier steckt richtig Power dahinter. Angegeben hat Nubert 37 Hertz bei minus 3 dB, da werden wir später mal nachgucken, ob das wirklich so ist. Aber wie gesagt, wie bei der 7500 geht es deutlich tiefer. Also Nubert untertreibt quasi mit seinen Messungen meistens. Kann bei der jetzt anders sein, ich weiß es nicht. Das werden wir später sehen. Dazu unterstützt die Sound
das, also Soundbase, sagen wir jetzt, Soundbase heißt das jetzt, Soundbase PCM, Dolby Digital und die DTS, also ein DTS-Decoder ist verbaut, das heißt, wenn ihr optisch irgendwas abspielt am PC oder mit der Shield, und es werden auch DTS-Formate unterstützt. Dementsprechend haben wir auch hier eine wirklich gute Qualität, was Sound betrifft. Ja, kommen wir weiter. Die ganze Soundbar, also Soundbase, wiegt 20 Kilo. Und ja, ist schon ordentlich schwer. Also wenn ihr eigentlich so ein Sounddeck, Soundbase kauft, dann müsst ihr einmal gucken, ob euer Lowboard das überhaupt aushält. Ja, ja, wie gesagt, hier haben wir jetzt den Monitor draufstehen. Monitor wiegt ja auch nichts, aber soll natürlich auch einen Fernseher aushalten können. Ja, sonst noch was? Nein. Ich würde schon sagen, wir haben jetzt hier soweit alles erklärt. Ich würde sagen, wir werden die jetzt einmal vermessen. Ich werde euch mal das neue Bedienfeld erklären. Das ist auch mal was Schönes und das werde ich euch dann jetzt zeigen. Und darauf kommt dann die Messung. Bis später. So, jetzt werde ich euch mal die NuPro AS3500 etwas mal genauer erklären. Und zwar das Bedienfeld. Es ist was Neues. Das OLED wurde quasi ersetzt. Wir haben jetzt hier ein, ich denke mal auch um Kosten zu sparen, die Soundbar, Soundbase ist ja auch etwas günstiger. Und hier hat NuPro gedacht, komm, wir bieten die Soundbase jetzt mal was günstiger an, dementsprechend machen ein anderes Bedienfeld. Ich selber war erstmal skeptisch, so Gott, wie soll das funktionieren? Aber die haben das echt clever gelöst und das werde ich euch jetzt zeigen. So, mit der Fernbedienung ganz normal, hier ist eine wunderbare, hochwertige Fernbedienung dabei mit einer Metalloberfläche. Und hier können wir wunderbar, ich werde es mal zeigen, die Lautstärke erhöhen. Die fängt von links an und geht hoch nach rechts in LED-Punkten. Und ja, je nachdem kann man auch die Lautstärke erhöhen. Das ist relativ einfach. So, das ist jetzt Thema Lautstärke. So, dann haben wir auf der linken Seite die verschiedenen Modis. Wir haben ja zum Beispiel HDMI. Wenn wir auf HDMI klicken, dann, also ARC, dann erscheint das in lila. Gehen wir auf Coax, dann ist es weiß. Bluetooth ist blau. AUX ist grün. Optisch ist rot. All das ist einfach erklärt, auch in der Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung werde ich natürlich auch einmal einblenden. Und ja, das ist dann nochmal erklärt. Aber jetzt könnt ihr das hier im Video live quasi sehen und das ist dann eventuell etwas für denjenigen etwas einfacher. So, jetzt stellt man sich die Frage, wie wollen wir den Bass regeln? Weil die Soundbar, Soundbase, hat einen extremen Bass. Unfassbar. Ich habe hier 25 Quadratmeter Raum und der wird richtig gefüllt vom Bass und das ist mir echt schleier, wie das funktioniert. Für meinen Geschmack schon zu viel, aber man kann es wunderbar lösen und das erkläre ich euch jetzt. So, ihr geht auf der Fernbedienung, da ist die Ton-Taste. Wenn ihr die einmal anklickt, habt ihr erstmal die zwei roten Punkte unten, das ist die Loudness-Funktion. Wenn ihr dann hoch und runter klickt, könnt ihr die Loudness-Funktion aktivieren. Das heißt, jetzt ist sie aktiviert und jetzt ist sie deaktiviert. Und deaktiviert haben wir natürlich alles lauter. Bass ist lauter, viel präsenter die Soundbar. Und so kann man es wieder deaktivieren. So, klicken wir jetzt nochmal auf die Tontaste, haben wir die Bass-Funktion. Die steht standardmäßig auf 0, also der Punkt oben ist immer 0. Zur linken Seite kann man den Bass reduzieren. Das heißt, ich reduziere jetzt den Bass. Den kann man quasi schon fast abschalten, dass wir fast gar keinen Bass mehr haben. Und auf Viertel vor ist mein Geschmack, also wie gesagt, die hat zu viel Bass. Auf Viertel vor macht die einen erstaunlich guten, neutralen Bass, meiner Meinung nach. Und das ist, wie gesagt, mein Geschmack. Und
das ist die neutrale Stellung und dann können wir hier die Bassanhebung, also beziehungsweise Bass nochmal erhöhen. So, das ist, haben die relativ gut gelöst. Also das kann man echt im Dunkeln, wenn man auf der Couch ist, kann man das wunderbar ablesen. Das ist schon fast einfacher wie mit dem OLED-Display. So, wenn man nochmal auf Ton drückt, dann hat man die blaue Taste. Hier kann man die Mitten und Höhen erhöhen, zur linken Seite absenken und zur rechten Seite wieder erhöhen. Und das funktioniert auch wunderbar. Also wie gesagt, das haben die echt, echt gut gelöst. Ja, das war's dann auch schon. Jetzt hat die Soundbar, also Soundbase, nochmal ein richtig geiles Feature. Wir können vom Stereo-Klang nochmal die Bühne, sprich die Räumlichkeit, drastisch erweitern. Und das hört man auch. Ich werde es mal versuchen, später etwas einzuspielen. Ein Stück vorzuspielen, wo man es erkennen kann, wo das funktioniert. Ich hoffe, mein Mikrofon nimmt es auf. Ich habe zwar ein Stereo-Mikrofon, aber mal sehen. So, wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Dann haben wir die Taste White. So, das heißt, Augenblick, ich gehe mal auf die Standardeinstellung. Das ist die Standardeinstellung, das ist die Standard-Stereo-Einstellung. Und die Effekte sind quasi deaktiviert. So, dann haben wir eine dezente Raumerweiterung, sprich 3 Punkte pro Seite, das heißt, wir haben eine deutlich größere Bühne und das merkt man wirklich drastisch. Und dann denkt man, huch, was ist denn jetzt los? Wo kommen plötzlich die ganzen Effekte her? Wenn man dann nochmal drauf drückt, haben wir quasi 5 pro Seite. 5 pro Seite. Und wir haben dann noch mehr Räumlichkeit. Ja, eine deutliche Raumerweiterung. So. Und jetzt kommt nochmal das Geile, wenn man jetzt einen Film guckt und man sagt, boah, ich verstehe zu wenig, dann kann man das Ganze nochmal quasi mit einer Fokussierung auf die Sprachwiedergabe einstellen. Das heißt, wir haben deutlich mehr Mitten und das kommt wirklich, wirklich gut. Falls man zum Beispiel die AS3500 als Center-Lautsprecher nutzen möchte, kann ich diesen Modi komplett empfehlen und die Sprachqualität ist enorm. Kombiniert mit diesem geilen Tiefgang. Also wer ein Aktivset nutzt, kann ich einem nur ans Herz legen. Ja, das war's eigentlich schon. Das war's jetzt eigentlich schon. Wir haben die Front erklärt und ja. Und hier haben wir das Sounddeck von hinten. 2 Bassreflexrohre, ganz normal. Wir haben hier den HDMI-ARC-Anschluss. Dann haben wir hier einmal Optical, Sub-Out. Wir können Subwoofer anschließen, Coax. Rechts, links, Cinch, Klinke oder ihr wollt einen Blu-ray-Player anschließen oder wie auch immer. Was mir fehlt, ist ein USB-Anschluss. Also da hat Nubert echt gespart und fehlt mir leider, muss ich auch dazu sagen. Aber dafür hat das Sounddeck auch ein paar andere wunderbare Eigenschaften. So, gucken wir hier mal vom Nahen. Auch ganz schönes Layout. Hier gibt es nichts zu meckern. Sieht wunderbar aus. Anschlüsse sind auch okay. Hätten ein paar mehr sein können, muss man dazu sagen. Aber wie gesagt, das ist Jammern auf hohem Niveau. Dann kommen wir einmal zu der Front. Die Front haben wir ja Finn schon gesehen. Und was richtig geil ist, hier wird einmal DTS und Dolby Audio unterstützt.
Hammer geil. Fehlt ja bei vielen Sounddecks, wenn kein DTS oder Dolby unterstützt wird, dass da kein Ton rauskommt, dass man immer halt die Stereotonspur auswählen muss. Kennt ja jeder. Aber wie gesagt, hier wird es unterstützt. White Sound, Voice Plus, all das ist hier möglich. Ja, Bluetooth über aptX HD, auch das alles wunderbar. Gut, das war's jetzt erstmal hier zur kurzen Erklärung. So, hier haben wir einmal die Fernbedienung. Sehr hochwertig verarbeitet. So wie die sehen können, macht hier einen wirklich hochwertigen Eindruck. Unten haben wir Plastik, oben ist so eine Metallfront. Das kennen wir ja schon von den anderen Nubel Soundbahn. Hier haben wir einmal zum Einschalten, zum Ausschalten. Hier haben wir Ton muten. Hier ist die Tontaste. Hiermit kann man Bass, Höhen und Mitten einstellen. Dann haben wir hier einmal die White-Funktion. Hiermit kann man die Räumlichkeit erweitern. Mittel, groß erweitert. Und einmal als geile Funktion mit der Sprachqualität, also dass sie mehr die Mitten betont, sprich zum Beispiel für einen Center-Lautsprecher. Hier haben wir die Lautstärke-Regelung. Dann kann man hier die Modis auswählen zwischen HDMI, Coax, Bluetooth, AUX, optisch, Pairing ist für Bluetooth. Und hier kann man die Einstellungen nochmal speichern. So, wir haben jetzt die Soundbar gemessen, sprich am Hörplatz. Wir haben hier einen Tiefgang von unter 30 Hertz. Ich sage jetzt mal bei 27 Hertz, bei plus minus 3 dB. Nubert gibt an 37 Hertz. Da hat Nubert ein bisschen untertrieben, würde ich sagen. Also wir haben hier deutlich unter 30 Hertz. Wir sind hier, wir messen die reine Soundbar, die ist ein, also das Umweg ist 1 Meter von der Soundbar entfernt. Und jetzt probieren wir mal, was möglich ist, wenn wir jetzt mal den Bass anheben. Wir werden jetzt einfach mal ein bisschen den Bass anheben. Oder wir machen mal die Loudness-Funktion rein. Zack, und gucken mal, was die Loudness-Funktion macht. Ja, der hat hier deutlich den Bass erhöht. Bassbereich, ich sag mal so, bis fast bis 200 Hertz erhöht. Und jetzt machen wir die Loudness-Funktion raus und erhöhen mal den Bass.
Ist das wieder hängen geblieben? Das ist jedes Mal das Gleiche. Und da kann man auch den Bass wunderbar erhöhen. Also, man ist mit der Nubert Soundbar recht flexibel. Ja, wie gesagt, die Nubert Soundbar, die ist neutral abgestimmt. Wir haben jetzt hier eine enorme Neutralität. Wenn man, wie gesagt, am Sitzplatz sitzt, also sprich der Raum mit funktioniert, also den Raum inklusive misst, dann hat man hier eine deutliche Überhöhung. Und somit kann man das perfekt mit dem Bass regulieren. Also ich denke, das kriegt jeder hin, der Probleme mit seinem Raum hat. Ja, das war es jetzt erstmal hier von der Messung. Die Messung lässt sich sehr gut ansehen. Also wie gesagt, das ist jetzt die reine Messung der Soundbar. So, dann kommen wir mal zum Fazit von der AS3500. Ich kann euch sagen, das Teil ist richtig, richtig geil. Für 965 Euro bekommen wir hier ein richtig geiles Sounddeck. Aber richtig geil. Wenn man sich das Sounddeck anguckt und wie gesagt, da kommt ein Bass raus. Also wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon erklärt, für mich etwas zu viel auf dem Hörplatz hier bei mir und vorne. Das war einfach heftig, heftig, heftig und null Anzeichen irgendwie, dass das Teil in die Knie geht. Nein, es prügelt richtig. Und damit könnt ihr eure Nachbarn ärgern. Garantiert. Muss man gehört haben, das kann man so gar nicht beschreiben. Was mir wirklich gut gefällt, ist auch dieses, dass man die ganze Klangkulisse ins Breite ziehen kann. Mit einem Knopfdruck. Und das hört man sofort. Also man denkt, wo kommen plötzlich jetzt die Sounddetails von der Seite her. Auch richtig geil gelöst. Allerdings, wenn man das auf übertreibt, also sprich auf das zweite Modi, sprich noch breiter, dann leidet auch ein bisschen die Qualität. Das merkt man, dann wirkt so ein bisschen verwaschen. Also die erste Stufe gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Da kann man natürlich auch die Stimme fokussieren, also die Sprachqualität verbessern mit der White-Option. Ja, das gefällt mir auch gut und das alles für 965 Euro. Klar, es ist nicht gerade billig, aber ihr bekommt ja ein wirklich geiles Soundtech. Ich habe noch kein besseres gehört, außer jetzt die 7500, aber die kostet natürlich auch 1400 Euro. Ist dementsprechend auch etwas teurer. Ja, verarbeitungstechnisch ist Nubert. Wir haben ja MDF-Gehäuse, Schleiflack schwarz, hochwertig verarbeitet, Magnetfront. Die Endstufen sind sehr hochwertig gebaut. Wir haben Quad-M gesteuert. Bedienfeld. Das Einzige, was ich hier vermisse, ist natürlich die App-Steuerung. Die gibt es leider nicht. Ob es die irgendwann geben wird, weiß ich nicht. Ja, nochmal erwähnt, basstechnisch einfach Hammer. Was gut ist, die Bassregelung ist wirklich gut. Also wenn ihr jetzt einen Raum habt und es dröhnt oder es ist einfach zu viel, ihr könnt wunderbar runterregeln. Und ihr habt das ja auch bei der Messung gesehen, dass das wirklich nur im Bassbereich passiert. Was wiederum richtig gut ist. Ja, wie gesagt, ich denke mal, das war's jetzt schon. Ich habe jetzt genug gequatscht. Ihr habt alles gesehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet auch was auf meinen Aufnahmen hören, jetzt von der Klangqualität. Natürlich kann man das nicht vergleichen, wie als wenn man davor sitzt. Aber Leute, so eine Soundbase müsst ihr euch mal anhören. Ja, das kann man so gar nicht in Worte fassen. Das war's jetzt mal von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Für ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Für einen Daumen nach oben natürlich auch. Und wie gesagt, bleibt gesund und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal.